Schauen Sie ins Fernsehprogramm und Sie werden feststellen, Koch- und Gartensendungen sind nach wie vor seit Jahren im Trend. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Kochen und Gärtnern ist beliebt bei den Deutschen. Was das Gärtnern angeht, kribbelt es vielen gerade jetzt ganz besonders im grünen Daumen. Frühjahrszeit ist Pflanzenzeit. Wie kommt man denn zu Pflanzen? Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine ganz besonders attraktive Variante ist der Pflanzenverkauf bei den Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaften. 3, 2, 1 und... Dann herzlich willkommen zum Blumenverkauf. Und so lief das am vergangenen Freitagnachmittag bei der WEWOBAU EG Zwickau ab. Pünktlich um 14.30 Uhr öffnete sich das Tor zum Firmengelände und dann wurde die Pflanzenbörse gestürmt. Darüber freuten sich natürlich auch die Organisatoren. Ja, eine gute Tradition in der WEWOBAU ist es, dass wir zu Beginn des Frühlings oder im Frühling Pflanzen verkaufen, weil da haben mehrere Nutzen davon. Wir haben den Nutzen davon, dass unsere Wohnblöcke wunderschön aussehen, weil unsere Mieter, unsere Mitglieder zu uns kommen und hier Pflanzen kaufen können. Und natürlich haben die, die in den Wohnungen wohnen, auch was davon, weil einfach die Balkone und die Gebiete schöner aussehen. In den vergangenen 2 Jahren konnte keine Pflanzenbörse durchgeführt werden. Umso größer war die Freude jetzt. Wir haben super Pflanzen, die uns der Hagebaumarkt geliefert hat. Wir machen das so, die Leute suchen sich ihre Pflanzen aus, kriegen dann als Mitglied der WEWOBAU 10% Rabatt. Und es gibt auch ab einem Umsatz von 10 Euro gratis was zu essen. Und da werden wir unterstützt vom Rico Reuter, der eigentlich in WEWOBAU seinen Hauptsitz hat. Er hat lecker Essen, lecker Trinken mit, sodass jeder hier auch noch ein paar Minuten verweilen kann, wenn man sich trifft, ein paar Worte tauschen kann, ein bisschen plauschen kann und dann hoffentlich gut gelaunt in das letzte April, sprich Walpurgis und 1. Mai-Wochenende starten kann. Zunächst erkundigten wir uns bei einem Fachmann nach den Trends 2022. Der Trend ist, 2020 ist dann eigentlich bunte, gemischte Pflanzungen in den Balkonkästen. Auch was Hängendes, auch mal ein paar Kräuter. Man kann auch gern bis hin zum Salat, kann man alles in den Balkonkasten pflanzen. Worauf muss man da achten? Man sollte immer darauf achten, dass man möglichst Kästen hat, die Wasser, einen Wasserspeicher haben. Und ansonsten dürfen sie nicht zu nass stehen, aber auch nicht zu trocken. Also immer ein gesundes Mittelmaß finden. Ja, was hat es denn mit diesen Töpfen hier auf sich? Ja, die Töpfe haben wir gesponsert. Und da von den Einnahmen wollen wir im Prinzip Schulen und Kindergärten, die eigentlich einen Garten haben oder Schulgarten haben, ein paar Pflanzen stiften von den Einnahmen für die Töpfe. Na, Sie haben gefunden, was ich habe? Ja, ich habe es gefunden. Ja. Was ist es denn? Ja, hängende Pelargonien, ja, für den Balkon. Worauf sind Sie denn aus? Was suchen Sie heute? Balkonpflanzen und für die Gartenkästen. Experten in Sachen Grünpflanzen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nee. Sie sehen, dass das schön aussieht? Jawohl. Apropos Experte, wie sieht es denn beim WEWOBAU-Vorstand aus? Hat hier jemand einen grünen Daumen? Nee, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen, muss ich zugeben. Ich war ganz stolz drauf, werden mich bestimmt einige auslachen, dass ich zumindest die Schilder hier alle zuordnen konnte, welche Pflanze was ist. Ich muss dazu sagen, ich habe einen wunderbaren Lebensgefährten, der hat den grünen Daumen und der kümmert sich bei uns zu Hause um die Pflanzen und das sieht immer ganz schick und toll aus. Der Herr Müller hat sich gerade ganz aufs Spiegel gestellt. Hat denn der Herr Müller eigentlich einen grünen Daumen? Der Herr Müller hat keinen grünen Daumen. Ich habe eine liebe Ehefrau, die einen sehr grünen Daumen hat. Und für die hole ich das jetzt alles rein, dass es bei uns auch schön bunt aussieht. Bunt werden auch bald die Balkone aussehen. Bei der WEWOBAU und auch hier bei der ZWG. Die Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft veranstaltet ihren Pflanzenmarkt traditionell einen Tag später, am Vormittag des 30. April. In diesem Jahr verzichtete man aufgrund des zeitigen Ansturms auf einen Countdown und öffnete den Markt schon früher für die Besucher.
Ja, wir freuen uns überhaupt, dass wir wieder unsere Balkonpflanzenaktion durchführen können. Nach 2 Jahren Abstinenz, mehr oder weniger bedingt durch die Corona-Pandemie, haben wir heute hier 5000 Pflanzen im Angebot für unsere Mitglieder. Wir sind natürlich gespannt, wie das wieder angenommen wird nach dieser doch recht langen Pause. Inzwischen ist es die 19. Veranstaltung, die wir durchführen, angefangen 2002. Und wie gesagt, bei vielleicht heute nicht ganz optimalem Wetter hoffen wir trotzdem, dass viele unserer Mitglieder das Angebot heute annehmen werden. Natürlich hat auch die ZWG Partner im Boot. Ja, also wir machen das schon von Beginn an auch mit der Firma Piepenbrock Dienstleistungen und müssen sagen, dass das über viele Jahre sich bewährt hat, die Qualität der Pflanzen einfach dafür spricht und natürlich auch die Unterstützung, die wir in Form der Mitarbeiter, die Piepenbrock hier mitstellt, ganz einfach eine tolle Sache ist. Das muss alles vorbereitet werden, schon lange vor der eigentlichen Börse. Ja, es laufen doch Gespräche schon Monate vorher. Ist natürlich eine Sache, wo Lieferzeiten verbunden sind. Die Pflanzen müssen bestellt werden. Die Logistik, das muss alles organisiert werden von unseren eigenen Mitarbeitern, die wir natürlich auch nicht überzeugen müssen, aber die sehr gerne immer mit dabei sind hier am Samstag. Und das Gleiche trifft natürlich auch für Piepenbrock zu. Und natürlich blieb auch dem Chef der ZWG die Frage nach dem grünen Daumen nicht erspart. Ja, ich kaufe auch regelmäßig hier die Pflanzen für den Balkon ein, natürlich, weil, wie gesagt, die Qualität für sich spricht. Natürlich war auch bei der ZWG für das leibliche Wohl gesorgt. Schließlich macht das Stöbern auch hungrig und durstig. Na, Sie sind ja gut ausgerüstet. Alles gefunden, was Sie gesucht haben? Alles gefunden. Was ist es denn alles? Was kommt denn alles auf den Balkon? Was kommt auf den Balkon? Nur Karonien, ja. Karonien. Tschüss. Was machen denn die Herrschaften hier an der Erde? Wir wühlen. Wir warten auf Kundschaft. Jetzt ein Amt mal. Wir warten auf Kundschaft. Weil wir was zu tun haben wollen. Ja, genau so ist es. Okay, wer dumm fragt, ne, kriegt... Ja. Ein Sack Erde, 3,50 bitte. Reihe, 3,50. Ich schaff's doch nicht über. Die wohnt gleich. Ist okay. Dafür bist du da. Jawohl. Vielen Dank. Ich auch. So, junge Frau. Können losgehen. Was geht denn am besten heute? Wo die Pelargonien gehen meistens am besten. Dass viele wollen Pelargonien haben, weil das am schönsten auf dem Balkon aussieht. Es war eine Freude, dem Treiben einfach zuzusehen. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt die Sonne sich noch etwas zierte, die Farben leuchteten und das förderte natürlich den Verkauf. Sag, Erde kommt schon gelaufen? Natürlich. Warum schießt euch eine Erde bin? Gerne, schönes Moment. Die freundlichen Mitarbeiter halfen auch gerne beim Beladen der Fahrzeuge. Nun steht den Pflanzen nichts mehr im Wege. Schön, dass die beiden Aktionen wieder stattfinden konnten.